Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Menschen in Dänischhagen bei Kiel hat die Polizei in der Nacht einen weiteren Toten gefunden. Im Kieler Stadtgebiet sei in einem Haus in einem anderen Stadtteil eine dritte Leiche mit Schussverletzungen gefunden worden, so die Staatsanwaltschaft. Ein mutmaßlicher Doppelmörder hatte sich am Abend in Hamburg der Polizei gestellt. Es handelt sich um einen 47 Jahre alten Zahnarzt. Tatmotiv war offenbar Eifersucht in Dänischhagen. Bei Kiel soll der Mann gestern zudem in dieser Doppelhaushälfte seine von ihm getrennt lebende Ehefrau und deren neuen Freund erschossen haben. Sie 43, der Mann 53 Jahre alt. Anschließend war der mutmaßliche Täter mit dem Auto geflüchtet. Die Polizei hatte zunächst einen Amoklauf befürchtet und einen Großeinsatz ausgelöst.